Heuer begehen wir den 79. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen und aller Außenlager, in denen in ihrem fast siebenjährigen Bestehen etwa 190.000 Menschen inhaftiert waren. Die Hälfte davon wurde ermordet. Im Zusammenhang mit dem Lagersystem Mauthausen-Gusen kann nicht von Recht und Gerechtigkeit, sondern nur von Unrecht und Ungerechtigkeit gesprochen werden. Niemand war zu Recht im KZ. Tatsächlich aber haben die Opfergruppen der Asozialen und der Kriminellen in der Vergangenheit wenig Fürsprache erhalten. Häufig sind die in den Lagern mit schwarzen und grünen Winkeln gekennzeichneten Häftlinge in den Denkmälern nicht einmal repräsentiert. Die Haft in einem Konzentrationslager kann aber niemals unter keinen Umständen als verdient angesehen werden. Lassen Sie uns daher in diesem Jahr ganz bewusst der Menschen gedenken, die keine Wiedergutmachung und keine Anerkennung ihres Leides erfahren haben.